Moin moin und willkommen zurück zu meinem Let's Play zum mittlerweile dritten Part. Dieses Mal haben wir das letzte Testspiel vor der Saison. Es geht gegen Inter Mailand, ein großer Name im internationalen Geschäft, der in den letzten Jahren etwas Schwierigkeiten hatte und nicht so erfolgreich war, auch wie man hörte, finanziell einige Schwierigkeiten hatte. Also da lief seit dem Champions League Sieg 2010 nicht mehr so viel zusammen. Des Weiteren habe ich aber gerade herausgefunden, dass genau wie der HSV auch Inter Mailand in der italienischen Liga noch nie abgestiegen ist. Als einzige Mannschaft übrigens. So, starten wir gleich und hoffen wir, dass auch dieses Spiel, nachdem wir im letzten Spiel gegen den FC Metz mit 4:1 gewinnen konnten, auch dieses Spiel noch einmal zu gewinnen, bevor es dann in die Bundesliga geht, in die Saison. Denn da warten natürlich schwierige Aufgaben auf mich. Das Saisonziel ist übrigens Qualifikation für die Champions League. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, denn in den letzten Jahren war der HSV davon wirklich weit, weit entfernt. Warum das hier bei FIFA als Ziel ausgegeben wird, verstehe ich daher nicht so ganz. Aber naja, wir versuchen unser Bestes und hoffen, dieses Ziel zu erreichen. Wie auch immer. Denn da sind ja einige Gegner, die auch in diese Bereiche kommen möchten. Aber naja, ich glaube, im Pokal soll es die Runde der letzten 16 sein, also das Achtelfinale. Das sollte eigentlich zu erreichen sein, wenn nicht in der ersten Runde gleich der FC Bayern oder so bevorsteht. Also im Normalfall, wenn man dann mal einen Zweitligisten zugelost bekommt oder so, oder einen etwas schwächeren Erstligisten, dann kann man da schnell das Ziel erreichen. Und vielleicht kann man ja schon über den Pokal ein Erfolgserlebnis feiern. Das ist natürlich einfach gesagt vor der Saison, so etwas eventuell zu planen, aber so viele Spiele sind es ja nicht im Pokal, bis es dann ins Finale geht. Und das ist immer der kürzeste Weg zu einem Titel. Über die Meisterschaft denke ich eigentlich noch nicht nach. Also da bin ich wohl noch nicht so gut für, auch auf dem Schwierigkeitsgrad Profi, dass ich da ganz oben mitspielen könnte. Also die ersten 5 Plätze sollte man wohl anpeilen. Und was weiter passiert, wird man dann sehen. So, bisher läuft es hier eigentlich, ich wollte gerade sagen, eigentlich ganz gut. Bis der Ball hier durchrutscht. Geht es natürlich ganz schnell, dass plötzlich ein Gegenspieler durch ist. Jetzt aber vielleicht mal wieder ein langsamer Spielaufbau. Aber wenn da nicht so viel Bewegung vor dem Spiel ist und wenn der Ball nicht angenommen wird, wie in dem Fall, dann wird das nix. Und dann wieder so ein Tackling, was
völlig ins Leere geht. Und die erste gute Chance für Inter Mailand. Und gleich die Ecke hinterher. Sicher von Dropny. Da sollte der Ball natürlich nicht hinkommen. Jetzt bloß nicht unter Druck setzen lassen. Das wäre fatal. Aber ich kann es gerade nicht vermeiden. Oh, an die Latte. Und was war das denn? Nee, nee, so spielt man keinen Konter. Kann das nichts werden. Aber irgendwie ist dieses Spiel noch nicht so ganz. Es geht wieder. Irgendwas läuft hier falsch. Und jetzt die Chance. Und er ist drin. Lasogga mit dem 1 zu 0. Klasse Tor. Puh. Wenigstens einmal durchatmen können. Und da Vorarbeit von Müller kurz angenommen und ins kurze Eck. Keine Chance für den Torwart. Das war gut gespielt. Endlich mal. Und jetzt gleich nachlegen. Gar nicht erst Inter Mailand wieder rankommen lassen. Aber ich komme an diesen Spieler nicht ran. Guarin, der stört mich dann doch ein wenig. Und jetzt vielleicht mal. Oh, Rudner ist wieder mit dem Pass irgendwo ins Leere. Oder er gesagt, da wo der Gegner steht. Wie gesagt, Laufwege und so. Ich muss mir da mal Taktiken oder so durchlesen, weil ich habe mich da erstmal kurz angeguckt, aber bin da noch nicht so ganz schlau geworden, habe mich noch nicht so ganz intensiv damit beschäftigt, sodass ich davon noch eigentlich keine Ahnung habe. War das jetzt ein Foul oder? Es war natürlich kein Foul. Das war natürlich wieder ein Foul von mir. Verstehe, wer will. So, jetzt nochmal nach vorne mit Holtby. Oder sogar was abseits. Aber ist drin. Und abseits. Oh, das ist doch nicht zu glauben. Knapp war es, aber richtig war es wohl auch. Leider. Und jetzt beim Flügel nochmal mit Müller die Flanke reinbringen, wäre schön gewesen. Mit der lange Ball verlängern und dann Rudnevs. Nein! Oder nicht ran. Ah, das wäre es jetzt gewesen, kurz vor der Pause noch das 2 zu 0 zu schießen. Aber das ist mir nicht vergönnt. Aber jetzt nicht noch den Ausgleich kassieren. Nein, Giroud ist da und Halbzeitpause. Es ist übrigens gerade Samstagnachmittag und so läuft auch die Bundesliga gerade. Halbzeitstand da bei für den HSV beim HSV gegen Berlin 0 zu 0.
Da wäre natürlich eine Führung für den HSV auch nicht so verkehrt. Wir warten es ab. Vielleicht kann man ja noch mal auch da 3 Punkte holen und hier einen Sieg holen, und das wäre dann ein durchaus erfolgreicher Nachmittag. Und jetzt Rudnevs. Oh, zu zentral. Aber wenn da dann einer gestanden hätte, um abzustauben, dann wäre der Ball wohl drin gewesen. Kommen die gleich wieder mit eine Chance gehabt habe und dann. Oh, droppen die. Unsicher. Das gibt nicht, ey. Oh. Es gibt schon wieder Elfmeter. Wir erinnern uns an das letzte Spiel. Da gab es 3 davon. 2 für mich, 1 für den Gegner. Ah, oh, und das war wieder so unnötig. Den letzten konnte ich halten, den letzten gegen mich. Ob mir das jetzt wieder gelingt, weiß es nicht. Osvaldo schießt gegen Dropny. Und er ist drin. Den nagelt er genau unter die Latte. Damit steht es 1 zu 1. Das gefällt mir gar nicht. Vor allem wieder ein Gegentreffer, wieder ein Elfmeter, wieder, ja, man muss es wohl sagen, unnötig, weil das Tackling wohl wieder viel zu hektisch war. Ja, Panik bekommen, wenn der Gegner im Strafraum ist. Aber klar, man muss sie ja irgendwie versuchen zu stoppen. Denn wenn man nichts tut, dann ist der Ball dann auch letztendlich drin. So, jetzt vielleicht mit Holpi. Und immer noch Holpi. Und. Na. Jetzt Rudnevs. Und in der Mitte wäre Ilicevic gewesen. Aber der kommt nicht an den Ball. Gott, und jetzt wieder der Konter. Also, die sind ganz schnell mit dem Konter da, mit dem Gegenangriff. Aber diesmal ist Jansen zur Stelle. Und stoppt den Konter. Und das war eigentlich ganz kurz gedrückt für diesen Pass. Aber er geht trotzdem zum Gegner. Gott, wenn ich jetzt noch das Gegentor reingekriegt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich durchgedreht. Denn nach einer Führung dann noch wieder in Rückstand geraten und das dann wieder aufzuholen, das ist sehr schwierig. Der Schuss von Holpi hier, nachdem er abgefälscht wurde, ungefährlich. So. Oh, und er lässt mich wieder einfach stehen. Ich komme nicht an den Ball. Jetzt bitte nicht wieder in den Strafraum ziehen und. Sehr schön, wenigstens Ecke. Sollten wir vielleicht auch nochmal wechseln. Mal schauen, wen. Vielleicht Ostrzolek. Ich will Iliwiczewicz und dann mich Jansen weiter nach vorne setzen. Beißt da nochmal auf rechts, um da wieder einen neuen Schwung zu bringen. Und Van der Vaart, den Routinier. Vielleicht bringt's was. Nein. Beister klärt aber zum Gegner. Und jetzt über Jansen. Und das ist aber Lasogga auf dem Flügel. Ist vielleicht nicht optimal, aber das ist doch ein Foul. Muss auch gleich gelb geben. Und es gibt die gelbe Karte für Ranocchia. Durchaus berechtigt. Da haut er nur den Spieler um. Hat keine Chance auf den Ball.
Aber wohin mit dem Ball, wenn da keiner sich freiläuft? Und vor allem, wenn alles so eng ist, da ist ein, zwei Spieler von dabei vorne, ansonsten alle vorm Strafraum. Und der Ball ist wieder weg. Und nächster Versuch. Mit Lasogga und Ruud Neves. Und jetzt verliere ich den Ball hier immer. Das ist doch nicht wahr. Vor allem so leicht ist der Ball weg. So, Bechrami. Mit dem Schuss und. Oh. Das war knapp. Mit Osvaldo, der Torschütze, noch ausgewechselt. Ich weiß nicht so recht, ob das gut oder schlecht ist. Denn wer weiß, wer dafür nachkommt. Und der Kopfball jetzt daneben. Das ist doch nicht wahr. So, wieder den Ball erobert. Jetzt Van der Vaart. Und verliert den Ball einfach. Da gibt es jetzt aber doch noch Foul gepfiffen. Jetzt nochmal Lasogga. Die Flanke. Komm ich nicht ran. Abstoß. Er kam wohl doch ran, aber ging völlig daneben. Ich wollte da irgendwie den Kopfball noch in die Mitte nochmal bringen, aber. Wie man sieht, war das nicht so erfolgreich. Und Lasogga. Oh, auch einmal Riesenchance. Kurz vor dem Ende. Und jetzt nochmal Bechrami und Jansen über die linke Seite. Wird das noch was hier kurz vor Schluss? Ruud Neves nicht dran. Jetzt hol dir den Ball zurück. Also ich würde sagen, ich hätte es ja verdient, aber es kann ja auch noch ganz schnell schief gehen. Wenn Inter Mailand hier noch eine Chance bekommt und dann noch nutzt. So, Einwurf für Inter. Ball erobert von Van der Vaart. Jansen. Und bleibt ab. Den konnte er hätte ich noch gerne gehabt, aber war wohl nichts. Mit 1 zu 1, damit ist die Vorbereitung vorbei. Zweimal unentschieden, einmal gewonnen. Ja, also es geht besser, es geht aber mit Sicherheit auch schlechter. Was soll ich dazu sagen? Bei der nächsten Folge geht es dann in die Bundesliga. Noch Transferangebote für Westermann. Aber das erste Spiel wird dann gegen den ersten FC Köln sein. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und bis denn. Tschüss.